Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny OLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Wir sind immer noch hier in die gefallene Stadt Zerbokram und ja, wir haben das Gebiet gerade erst betreten. Ich setze, Entschuldigung, einen heiligen Trank ein und ja. Ja, ist ja gut, lass mich da trotzdem erkunden. Ja, wir haben gerade erst diese Stadt betreten und wurden begrüßt von Nan, die Freundin von Carol, welche ein bisschen angepieselt war, dass sie ihn wieder sehen konnte. Und ja, sie hat gesagt, ja, der ist rausgeschmissen worden aus der aus den Jagdklingen. Und ja, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Man hat uns nicht wirklich gesagt, wie wir rauszugehen sollen, aber man hat uns nur gewarnt. Aber wir sind ja alle von Natur aus neugierig, also gehen wir mal hier rein. Sieht wie eine Sackgasse aus. Ha. Was? Irgendwas Idiot, hat sie gesagt. Ja, irgendwie schon. Das war auch mal einer drin. Ehrlich, kann ich? Okay, wo? Sag doch, ist ein Ofen. Ja, das war ja einfach. So, wieder nach oben. Drück mal diesen Knopf und dann geht's weiter, nehme ich an. Weil die Türen werden aufgemacht. Von den Häusern, weiß ich nicht. Das Spiel noch nie gespielt, okay. Warte, nicht so viel. Ja, da war letztens schon ein Fragezeichen, als ich das gemacht habe, also. Was? Ich tue mich irgendwo hin, T-Posen. Na, oh, weil klar, ich den irgendwie in den Kampf komme. Ah, oh, was ist das? Dankeschön. Ups, man drückt ein Dreieck. Was ist das? Wir müssen immer noch ein paar Fähigkeiten erlernen, also.
Vielleicht sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr kämpfen. Wenn du Angst hast, ich schon wieder überlevelt werde. Und Zagi war ja eigentlich doch relativ schwierig. Sieht so komisch aus. Ah, ich habe dich noch getroffen. Sehr gut. Dann sagen, die haben nicht so viel AP. Sehr gut. Boah, jetzt müssen wir natürlich umfallen, ist klar. Na, ich habe keine Dings mehr. Soll mal mehrere Rezepte ja irgendwie ausrüsten. So. Sehr gut, hier schon gemeinsam. Brathähnchen mit Pommes. Sorbet. Die Mädels machen Sorbets und die Männer Brathähnchen mit Pommes, ne? So. Machen wir das schon mal. Hey. Oh, so, ich dachte. Nochmal. Boah. Er bringt irgendwie nicht so. Gehen wir nach vorne eben. War irgendwie voll im Bogen. Jetzt habe ich ihn von hinten getroffen, Mann. Hi. Jeder Angriff ist irgendwie zu langsam. Die Gegner treffen mich, bevor ich mit meinem Angriff durchkomme. Das haben wir nicht so fassen, ey. Oh, gut. Gras der Seele. Meint ihr nicht Seele des Grases oder irgendwie so was? Das ist für eine Kombination Gras der Seele, was ist das denn? Ha. Hab ich die ausgetrickst, ne? Was machst du jetzt? Und jetzt kann ich sogar in irgendein Haus rein. Gut, kann ich mich irgendwo ausruhen, das wäre richtig geil. Magisches Auge. Oh, magisches Auge. Limit Trunk, okay. Nicht Trank. Trunk, Limit Trunk, da klingt irgendwie retarded. Ich möchte ja nur mal sagen. Das kann ich bestimmt hier. Ah, Dreck, wir können nicht geheilt werden. So, Speicherpunkt, das sieht verdächtig aus. Lass mal nach oben gehen erst. Ja, jetzt kann da irgendwie die Dinger hier öffnen, die Türen. Von innen. Ich bin nur ich derjenige, der hier Schaden nimmt. Cocktailkleid. Okay. Wird aber auch mehr Verteidigung notwendig. Riesengürtel. Ich glaube, sie ist aber noch Sachen hier am Lernen, oder? Ja. Sie hat doch so viele Sachen hier. Zauberabwehr Plus und so. Das kommt gar nicht hinterher. Oh. Ja, lass mich erstmal runtergehen.
wahrscheinlich auch wieder in 3-4 verschiedenen Richtungen hier hinballern. Und dann lande ich wieder sonst wo. Ja, vielleicht sollte ich erstmal speichern, ne? Das wäre auch eine gute Idee, ne? Gut. Überhaupt hier irgendwo hin? Ja, ne. Boah, wer findet solche Treppen? Jetzt kann Box hier so einen blöden Gang zu laufen. Alter. Jetzt sind wir in King Nummer 2. Wenn man ja eins der Organisationenmitglieder ja beobachten muss, so 2 Minuten lang, wenn er irgendwie so eine Treppe runterläuft. Das ist ein kompliziert aussehendes Gerät. Lieber nicht anfassen. Ja, dafür haben wir doch Rita. Rita, erklär uns das. Rita. Was? Ja, dafür haben wir doch Rita, Mann. Boah. Mal wieder Carol. Na gut. Gut, dann sind wir schon mal den ganzen Weg hier umsonst runtergelaufen. Yay. Yeah. Wieder nach oben. 2 3 4 6. Alter. Weiß nicht wieso, aber ich hasse diesen Raum. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nie mehr sehen muss, außer wenn ich irgendwann durch diese Tür da muss. Ja, mal gucken. Hahaha, geil. Okay, ich dachte, die donnern mich jetzt ja voll gegen die Wand. Ja, schon klar, dass wir jetzt wieder zurückgehen müssen dafür, ne? Also gucken, was da noch ist. Ich will noch gucken, ob da irgendwas ist. Ich glaube, da ist nichts, aber mit so alles. Hat er irgendwie Feuerattacken oder so? Blitzwelle. Das Dings und... aber fluss aufwärts, ne. Ich dachte, das ist dieser aufladbare Angriff. Er hat doch irgendeinen Angriff gehabt, der aufladbar ist. Was? Er kann seine Angriffe aufladen, seit wann hat denn? Und er schon immer seinen Angriff aufladen? Eine schöne Fertigkeit oder so gelernt, ne? Boah, wie soll man denn das schaffen? Da muss man mal gucken, ja. Er hat Angst, wenn man mit einem Hammer ausgerüstet ist. Powerattacke. Ah, okay. Wollte schon sagen, das konnte er auch nicht schon immer, ne? Oh, Truhe. Hab ich gesehen. Schon wieder so viele Wege, ne? Ich habe mich doch hier wieder schon verirren. Sehr hat schon 1000 Gold, geil. Aber hier ist eine Sackgasse. Sieht nach einer Sackgasse aus. Ich komme da nicht durch. Kennwort Hinweis 2.
In den Karwurf entdeckte Forscher sie. Das Wort Himmel steht da aufgeschrieben. Okay. War Hinweis 2, das heißt, irgendwo gibt es noch einen Hinweis 1, ne? Das nehme ich mal so an, wenn ich diese Situation hier analysiere. So, P-Verteidigung. Kann auch ein violettes Band tragen. Ich hätte gerne doch lieber physische Verteidigung, wenn es geht. So, die Gegner respawnen ja nicht anscheinend, finde ich gut. Jedenfalls nicht sofort, darum ist wieder so ein Ding. Da ist das wahrscheinlich richtig. So, ja, im Überlimit kann man mehrmals angreifen. Ich bin schon gefragt, aber kann er jetzt dreimal angreifen? Habe ich gedacht, oh, ich bin im Überlimit. Sehr gut. Boom, in die Fresse. So, lernt mal ein paar Sachen bitte. Das Spiel wird jetzt abgestürzt. とりでやろってのか。何をあいつ。とどめの一発か。あれはフェイタルストライクだよ。フェイタルストライク。熟練した剣の使い手なら使えるスゴ技だよ。うん。どうやるんだ。どうやるって。僕はわかんないよ。 相手にうまく攻撃を加えることで敵の体勢を崩して、その隙に術技を打ち込んだ後、相手にとどめの一発を打ち込む戦闘技術のことです。それも前に。知らないんだ。ええ、まあ。なるほどね。言うはやすいが、なすはがたしって感じだな。あんた。 本当は戻りたいんでしょ。そんなの。カロル戻ってしまうんです。戻んないよ。魔物狩りには。いや、彼は帰らないじゃなくて、戻れないんでしょ。首って言われてたし。違うよ。もともと出ていくつもりだったんだから。うん、そう。まあいいんじゃない。だから。 みんなと行くよ。じゃあ改めてよろしくお願いします、カロル。それにしても、あいつらあんな大所帯で何する気なんだ。さっきの魔物が目的なら一人で十分ですもんね。こんな人数が集まるの今までに一度もなかったよ。そうなんです。うん、みんな群れたがらないから。オスたちがいるなんて相当のことなんじゃ。 ますますうさんくさい。あとつけてみる。いや、それも楽しそうだけど、ここは先に行く。ユーリが探してるのはブラッドアライアンスの方ですもんね。ああ、あいつらとことを構える必要はないんでな。メガン、トラッセンライン。What? ダメじゃん。さっきのやってみるか。さっきのって。レイタルストライクってやつ。でも真似すりゃできるってもんでも。やってみないとわかんねえだろう。
Für einen Gegner, füge einen Angriff hinzu und bereite dich auf den durch den Schlag vor. Ja, zwar natürlich einen Schlag auszureden. Okay. Erfahrungs-RP und Objektverlustrate steigen, wenn du einen Gegner mit dem tödlichen Schlag besiegst. Okay. Ich eigentlich nur Uptime oder was? Richtigen Zeit. Was? Was ist das? Oben, unten, rechts. Oben, unten, rechts. Oben, unten, rechts. Und rechts. Keine Ahnung. Also gar nichts. Kreuzkonter, Abwehr-Effekt, Objektwerfer, Magie. Das Kampfmodul, meine neue Seite erweitert. Ja, und das können wir jetzt auch machen. So, ich muss aber erstmal jetzt zurück. Schon wunderbar, wenn wir mitten aus dem Nichts ein Dings kam hier. Ein Kampf. Aber hier schon nicht. どうしてトリムコーで帝都に引き返さなかったんだ。どうしてって。そっか。エステルはフレンに狙われてるって伝えたかったんだもんね。ああ。あの時点でお前の旅は終わったはずだろ。それはその。ねえ、そういえば結局フレンって誰に狙われてたの？そこまでは。ラゴじゃないの？ ヨーデルはラゴーの船にいた。ヨーデルは皇族ってやつだ。だから本当はフレンの任務はヨーデルを探すことだったんじゃねえかなってことさ。なんで同じ帝国のお偉いさん同士がそんなことになってんのかは知らねえけどな。ごめんなさい。私にもよくわかりません。まあいいさ。それよりエステルの話だ。 戻らなくていいんだな。そうですね。私、トリムコーからそのまま勢いでついてきてしまいました。多分私、もう少しみんなと旅を続けたかったんだと思います。だから、それにブラスティアの子はまだ取り戻してませんし。それはそうだけど。 Jedes Mal. Warum muss denn das immer passieren, ey? Oben, unten. Okay. Dann geht das so nach unten, okay. Also ich bin Carol. Also wenn ich in eine bestimmte Richtung angreife, dann wird das gesenkt oder was? So, das dauert doch ewig.
Hat doch ewig, bis ich das bei ihnen hier gesenkt habe, oder? Guck mal gleich in die Dings rein. Das Kampfbuch. Warte mal, ich habe da Sachen gelernt, ne? Ja. Ich ruhe jetzt so gut wie nichts hier am Lernen gerade. Stell muss noch viel lernen. Stärke, Verteidigung. Das wäre vielleicht gut gerade. Kein Bruch. Okay. Stärke, Verteidigung, alles klar, ne? Chance des Abwehrbruchs. Okay. Stell die Historikerin. この風にして壊れてしまうなんてもったいない。ねえ、私らこんな壁臭い場所をゆっくり観光してる場合なの？確かに俺たちやんなきゃいけないことあるしな。そう思うなら目的を持って行動した方がいいわよ。あの丸い屋根は皇帝ヘリオルス妖精が考案したルリアン式です。その前にあれ、なんとかした方がいいわね。旦那。 Okay. Ist wie, wie sie nochmal Rain aus Tales of Symphonia. Kampfbuch. TS. Tödlicher Schlag. Ja. Erscheint ein rot, blau oder grün leuchtendes magisches Kraftfeld. Probier mehr mich mal aus, wie diese Kraftfelder erscheinen lassen kannst. Es gibt da Boots. Hängt von dem von Art, welche Typ tödliche Schlag entspricht, ist dann ein Symbol. Eine Reihe von tödlichen Schlägen muss für verschiedene Effektänderungen hinnehmen. Er muss auch beim tödlichen nicht mit einem einzigen Schlag besiegt werden. Drei Typen von Tier sind beim Gegnertypen Mensch gleich auszulösen. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Wenn ich einfach so ein Symbol sehe bei den Gegnern, drücke ich R2. Fertig. Mehr muss ich mir erstmal nicht merken, ne? So, jetzt ballern wir uns mal nach rechts und fliegen wahrscheinlich irgendwie einen Kilometer runter, ne? Wir müssen ja mal gucken, wohin das führt, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Gut, ich musste es ja gucken, dafür bin ich jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen übrigens, ne? Das reinste Labyrinth, ja. ボロボロだし、外は草がぼうぼうだし、実際歩いてみると結構ややこしいからな。街の先に道が閉ざされてたりしてるからね。あれ？エステル？横道それちゃいました。はぐれるなって言ったばっかりなのにな。あんたらも気をつけてよ。迷いやすいんだから。うん、分かります。schlecht. Ich kann mich sogar in der Einbahnstraße verirren. Gut, gehen wir mal da lang. Gut. Hier sind schon wieder respawned. Da oben ist wieder so ein Ding. So, da links war die Gelde. Da will ich erstmal hin.
Wo sind die jetzt schon wieder? War noch gerade hier. Was? Oh, was zum Samen? 4. Ist da krass drauf. Mal bitte steh auf. Boah, das gibt's jetzt einfach nicht. Ich treff den so nicht. Oh Gott. Halt uns mal. Alter, macht der Schaden, ey. Da bin ich mal. Boah, die fallen an und um. Die Gegner, ey. Soll ich denn so Kombos einsetzen? Oh, Rita hat keine Dings mehr, ehrlich. Na, komm her. Und 4 LP. Was haben wir bekommen? Gar nichts. 3000 Gold. Oh. Ich will eigentlich gegen so viele Gegner hier kämpfen. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich brauche ja muss auch ein paar neue Sachen hier lernen. Eine neue Ausrüstung und so. Hier lernen. Gut, richtig rein, da kann ich wieder runter. Sieht jedenfalls aus. Da, ehrlich. Seine Sackgasse, danke. Ich muss sagen, ich brauche immer noch so einen Hinweis hier. Für irgendwas, Trank des Lebens, ja. Letztens so ein Hinweis gefunden, ne? Himmel. Himmel, Herrgott, noch mal. Halt. Nein, ich konnte da runterspringen. Ich ist extra deswegen abgelenkt worden. Oh Gott. Jawohl. Kaputt gegrätscht. Ja, mit den tödlichen Treffer werde ich bestimmt nicht so hinkriegen in nächster Zeit. Sieht mir irgendwie ein bisschen zu schwierig aus. Das ist ja andauernd irgendwie. Das ist ja ein ganzen Haufen von Angriffen. Wie drauf war dann so viel halten die doch nicht aus. Ich spiele schon auch schwer, also halten die Gegner allgemein schon mehr aus. Okay. Nein! Oh. Kannst auch ein bisschen mit den Kämpfen hier übertreiben. Hör mal hier vorankommen. Ja, ich kann auch Steine werfen.
Rita. Sehr gut. Es sind einen kaputt gehauen, dann den anderen. So, wow, du bist ein bisschen hinterher. Anteil Zauberabwehr. Ja, nein, geh weg. No. Langsam glaube ich, da sind ein bisschen zu viele Gegner. Ich glaube, diesen tödlichen Schlag werde ich wahrscheinlich nie irgendwie sehen. Ja, Rita sind schon bei ATP ausgegangen. Na. Oh. Was denn, warum greifst du hin? Das ruhig wohl Pete oder so hoch heilen. Wir lernen einfach keine Sachen. So. So. Und machen wir auch noch fertig, ey. Ich mach die Viecher doch hier schon fertig. Ey. Trotzdem kriege ich nicht so eine Anzeige. Oh, die war so kaputt. Geht ja auch, ne? Oh, noch keine zusätzlichen Klamotten, oder? Jetzt mal hier hochgeheilt. Rita sind schon wieder die TP ausgegangen. Ich glaube, Repeat ist müde. So. Nach links bewegen. Okay, zum Glück sind wir wieder hier aufgetaucht. Ich muss ja jede Richtung ja probieren, ne? Weiß ja nie, wo man hier landet, ne? Wortwörtlich. Wo ich hingeschossen werde und lande halt, ne? Oh, diese schon wieder respawned. So, vorwärts habe ich noch nicht, ne? Da waren wir hier schon. Ich glaube nicht. Da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Mathe. Nee, hier waren wir noch nicht. Sonst hätte ich das schon. Die Fluchtgeschwindigkeit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ich tue mal einen heiligen Trank einsetzen. Ich will ja auch mal vorankommen und jetzt, oh, der Fettsack steht direkt davor. Kriegsball. Krass. Oh, geh mal weg da, ey. Dieser Pisser. Wie hat der mich von hinten? Oh. Ah. Alter. Ich will mal irgendwie, weiß nicht, einen Ort landen, wo ich ja auch weiß, da kann ich Schnitt machen oder so.
Nee, der wohl irgendwo noch ein Speicherung oder so auftauchen, oder? Nein, er rennt schon wieder weg. Na komm, Falk. Sie hat Zeugs gelernt, Rita hat Zeugs gelernt. Gut. Kann sie endlich mal neue Klamotten hier ausrüsten. Riesengürtel oder hat Lea Peitsche, ja genau, da brauchen wir ja für Zeugs. Mal wieder runter, da waren wir gerade drinne. Oder will sich jetzt verarschen, ey. Aber wer, da ist jetzt nichts, ey. Wer, du tust jetzt hier umsonst im Weg sperren, du fettes Ding, ey. Au. Ich kann nicht mal, ey. Ah, ich kann gar nicht meinen Angriff aufladen mit einer Axt, wie es ausschaut. Wir gehen gerade wieder die TP aus. Okay, wieder hohes Level erreicht. Und hier war sogar echt nichts. Boah. Boah, wir sind wieder hier. Boah. Will ich auf den Arm nehmen. Aber ich will meinen ganzen Weg hier nochmal hochlaufen, ey. Vorwärts, ne? Ja. Also mehr so eine Kurve, aber gut, jetzt sind wir wieder hier. Eine Ding hat uns ist nicht so wirklich weitergebracht. Ich hoffe, irgendwo kommt hier mal ein Speicherpunkt, weil ich möchte nicht hier anderen speichern gehen, aber ich habe so ein Gefühl, ich würde das sollte halt vielleicht machen, so jetzt hier sitzen, pff, zur Sicherheit halten, ne? So, da ist noch ein Ding. Und da links war jetzt nichts, ne? Da links war ich auch schon, ne? Ja, hier war ich schon. Da habe ich schon geguckt. War ich schon da drin, ne? Ich weiß es nicht. Nö. Heiliger Rabe. Elan. Das wird die Bewegungsgeschwindigkeit. Mal Juri im Kampf reinpacken, falls wir irgendwas lernen mit ihm. Orangengummi. Schon irgendwo muss er bestimmt noch der erste Hinweis sein. Was ist denn das? Ah, rechts bewegen. Da oben war auch richtig, ne? Hey. So ruhig. Hätte ich mal eine neue Waffe für ihn. Ah, er muss aber noch Sachen lernen, ja. Stärker und Schwerter hoch. Ich glaube, Schwerter hoch erhöht seine Angriffskraft für Schwerter. So klingt das jedenfalls. Ja, ich hoffe mal, das Ding da war jetzt nicht wichtig. Ich
sogar hier runter. Nein. Fettes Stück, doch. Fettes Stück. Gewesen war halt relativ kurz. Wir wissen schon mal, wo wir hin können. Nee. Vorwärts. Die Frau denkt sich nur so, was? So, hier gibt es nichts mehr. Okay. Speicherpunkt. Speicherpunkt. Nichts, das glaube ich nicht. Muss es da irgendwas geben, kommen. Nö. Wow, ein Raum mit gar nichts. Soll es ja auch geben, ne? Kennwort Hinweis 3. Kugel. Muss Kennwort Hinweis 1? Warte mal. Leder Schuppenpanzer. Einfach nur, wenn wir ihn jetzt gerade steuern. Wo muss ich denn dann jetzt hin? Muss ich jetzt echt hier diese Kennwort-Dinger finden? Oh nee, ich habe einen verpasst dann. Gibt's da nicht. Ich habe 2 und 3. Das heißt ja, der erste muss ja irgendwie relativ am Anfang sein, ne? Dann können wir durch diese eine Maschine da rein. Ist da oben irgendwas? Nö, ne? Ah. Juri, lernst du was? So geht die Schildkröte so weit entfernt. Kommt gar nicht hier näher an uns ran. Ich habe ja einmal angezippt, um den nächsten Feind anzuvisieren, und irgendwie hat er die Schildkröte anvisiert. What? Juri, komm mal her. Boom. Und Rita hat schon wieder keine TP. Das sollte echt mal so eine Matte benutzen, aber. Oh. Cool. Oh, Multi-Heilungszauber. Cool. So was stehe ich ja echt. Warte, ich bin auch gleich da. Warte, warte, warte. Okay, ich bin da. Gut, wir haben Krankenschwester, hieß er. Stärke, Verteidigung, höheres Level. So, verdammt, kein Bauch. Aber noch mal lernen. Komme ich runter? Nein, geh weg. Ah, wie habe ich ihn noch betäubt? Kann man jetzt nicht einfach einen tödlichen Schlag machen? Wir werden es nicht kommen sehen. Komm schon, lustig. Steinhagel, es ist sehr effektiv. Hat sie jetzt gelernt? Mit habe ich nicht gesehen, Mann. Wenn man setzt die Angriffe normal, bin ich auch durch im Blick habe. Ey. Da Krankenschwester ist sogar so. Stimmt. Mein Gott, ist meine Erinnerung gut. Warum sind hier so viele Gegner? Auf da rein, Juri. Oh, cool. Bin ein paar Feen gewesen oder irgendwie so was. Sind nur 9 Gegner reingelaufen, oder? Warum sind hier so viele auf einmal? Na. Ah.
Hier bin ich gut. Jetzt unangefahren. Nur die TP, die gehen jetzt natürlich sehr schnell flöten dadurch. Oh. Da guck ich mal an, wie wenig TP wir haben. Ey. Juri hat überraschend viele noch. Dropkick. Oh, jetzt rennt er wieder den ganzen Tag weg. Also dieses computergesteuerte Verhalten geht mir irgendwie auf die Nerven gerade. Erfahrungsanteil geholt. Also er kann jetzt auch mal was Neues ausrüsten. Na. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, wo kommen wir denn hier wieder runter? Toll, da. Sieht so komisch aus. So, dieser Hinweis, also... Oh, heilige Tränke gehen uns auch gleich aus. Nimm ich mal an, ist irgendwo unten? Also ich weiß jetzt nicht genau. Ja, warte mal, kann ich jetzt durch einige Türen gehen, die ich nicht vorher konnte? Warte mal, war hier nicht vorher verschlossen? Ich glaube ja. Mathe. Okay, ich suche aber immer noch den Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Dün, 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 dün. Geht der noch? So, hier war noch ein Haus, oder? Du, ah. Muss gar nicht, dass ich die Türen hier geöffnet habe. Aber anscheinend schon. So, hier muss aber der letzte Hinweis sein, komm. Haben schon geweht. Wort Hinweis Licht, Himmel, Kugel war das, glaube ich, jetzt, ne? Gut, dann gehen wir mal zurück zum Speicherpunkt und ich nehme mal an, da ist dann das, wo wir hin müssen, ne? Oh. Hey. Jetzt gibt's auf der Fresse. Ich mir vielleicht für einen potenziellen Boss aufsparen sollen, der vielleicht kommt, aber was soll's. Jetzt an irgendwie eine Matte oder irgendwie sowas ein. Finde ich ja irgendwie blöde gerade. Sehr gut. Jetzt hau ich ihm Stein gegen den Kopf und dann haut Rita ihn Stein gegen den Kopf. So muss das. Diese Computerfeinde geht mir echt auf die Nüsse. Oh, ich renne weg. Oh, die kommen immer näher, dann renne ich mal weiter weg. Oh, die rennen mir immer noch weiter, dann renne ich immer noch weg. Ich mache so, dass sie mich angreifen müssen und mich nicht treffen, weil ich halt die ganze Zeit wegrenne. Das ist voll der Meisterplan. Na, ich glaube, das war hier, ne? Gut, würde ich sagen, wir gönnen uns hier mal eine Matte oder irgendwie sowas und dann steht 25% neuer. Und auf freiem Himmel kannst du gar nicht hier einsetzen. Ah, aber dann gehen wir halt. Warte, ich heile euch mal kurz. Ich
sag ich mal, schön hoch und dann, ja, würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir da runtergehen und hoffentlich alle Hinweise gesammelt haben. Und ja, gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.